Also, in Ringsheim ist ja das große Erzbergwerk. Da hatten die Zwangsarbeiter eingesetzt. Und zwar waren die aus dem Konzentrationslager Schirmeck. Ich weiß bis heute nicht, was die verbrochen haben. In jedem Fall waren das zwei junge Männer, so mit 25, 30 Jahren, angenehme Menschen. Und für die haben die ja Unterkünfte gesucht. Und unsere Brüder waren ja weg, da hatten wir oben die ganzen, wir hatten unsere Zimmer oben, wir Kinder, da hatten wir die Kinderzimmer oben alle frei. Und dann haben wir die zwei aufgenommen. Und die sind halt am Morgen dann ins Bergwerk und abends sind sie wieder zurückgekommen, haben immer schon ein bisschen Anschluss bei uns gehabt. Also, weil die haben ja auch Deutsch gesprochen, das war ja. Und zwar waren die in Frankreich, wie bei uns dann später die Italiener und so Arbeiter, haben die in Frankreich für das Kahlebergwerk in Mühlhausen oder Wittenheim, Pulversheim da drüben, wie bei uns Buginge, waren riesige Förderbänder, Fördertürme. Da war der eine sogar Steiger drin und die haben dort im Bergwerk gearbeitet und durch das sind die dann bei uns ins Bergwerk geholt worden. Ne? Und die haben dann bei uns gewohnt. Das heißt, die Zwangsarbeiter, die dort im Bergwerk gearbeitet haben, sind bei Einheimischen einquartiert worden und kamen nicht in so eine Nein, Kolonie oder in so ein Lager. war kein Lager da. Es war erst später ein Lager gebaut worden, wo dann Gefangene, die erste Gefangene waren, aber das war auch dann nur kurz. Die sind dann alle weitergeleitet worden. Hatten Sie nicht Vorbehalte vor diesen Fremden, wo Sie auch wussten, Nein, dass Sie aus dem KZ vielleicht kommen oder? gar nicht, überhaupt nicht. Wir hatten ein offenes Haus zu uns. Jeder, auch wenn jetzt zum Beispiel Fremde gekommen sind, früher waren es so Obdachlose, wo an die Türe gekommen sind, um Essen gebettelt oder die Zigeuner, sagt man halt heute nicht mehr. Die sind ja an die Türe gekommen und haben da geklopft und dann haben die immer alle und dann durch meinen Vater, der hat viele Leute auch gebracht durch, mit seinem Beruf. Also wir hatten immer ein offenes Haus. Wie alt waren die denn ungefähr, als sie zu Ihnen kamen, die beiden Zwangsarbeiter? Ja, ich sage ja, ich habe vorhin schon gesagt, 28, 30 Jahre, ich weiß nicht genau, also in dem Alter. Ich weiß nicht genau, wer die geboren sind, also in dem Alter halt. Ne?